Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Vlog. Wir weihen gerade die neue Kamera ein. Ich sehe übelst verballert aus. Es ist irgendwie, keine Ahnung, 6 Uhr irgendwas. Grüße gehen an meine Schwester erstmal raus. Heute machen wir den Umzug und dann gibt es noch richtig fettes Feuerwerk heute Abend von Explosive Arts. Wedem wird 1050 Jahre. Das ist auch der Hauptgrund dieses Vlogs, aber ich zeige euch auf jeden Fall heute ein bisschen Alltag. Um die Kamera mal so ein bisschen zu testen. Boah, ich sehe echt ein bisschen arg schlimm aus. Ja, Lena, ne? Vielen Dank dafür. Das würde ich nochmal einkosten. So Leute, angekommen in Maasen. Endlich, Gott sei Dank. Schön bei Vatern. Jetzt treffen wegen dem Umzug. Hinter uns seht ihr das Feld, was an Silvester quasi der Abbrenner von mir immer ist. Ja, gleich geht's weiter nach Bremen. Und da holen wir den ganzen Bums. Ja, mal gucken, ob Frühstück fertig ist. Schön entspannte 15 Grad hier in Maasen. Ist irgendwie gar nicht mal so warm. Schön T-Shirt an. Ich hab dir gesagt, du sollst eine Jacke mitnehmen, aber man hört ja nicht. Ah, ja, das ist auch alles. Darf man nicht immer alles so ernst nehmen. Oh, hier ist aber duster. So Leute, die Wohnung vom 24-Stunden-Stream, wie ihr seht, ist leer geworden. Alles etwas leerer. Und falls sich die Leute fragen, ob die Küche verkauft wurde, nein, die Küche ist immer noch da, wurde nicht abgeholt, also wenn noch Interesse besteht, Küche ist noch zu haben. Wer will die denn? So Leute, der Bus ist fertig gepackt, wir sind jetzt wieder zurück. Ah, jetzt ist das Licht gerade ausgegangen. Wir haben eigentlich auch nur das Gerümpel hier drin, was halt alles weggeschmissen wird. Im anderen Transporter ist das richtige Zeug drin, das wird jetzt ausgeladen. Dabei ist eine schöne Werkbank für mich rausgesprungen, in meinem Feuerwerkskeller. Da, wo mein Feuerwerk auch ist. Ja, ziemlich geil, dann kann ich vernünftig alles vorbereiten. Und dann freue ich mich auch derbe jetzt aufs Essen. Oma hat Essen gemacht. Gulasch mit Kartoffeln. Ziemlich geil und... Dann geht's auch schon ganz bald Feuerwerk gucken heute Abend. Ich habe richtig Bock. Ich bin auch richtig gespannt. Wird geil. Wird geil. So Leute, wir sind jetzt in Wedem angekommen. Es ist arschdunkel, wie man sieht. Jetzt noch entspannte 2 Stunden bis zum Feuerwerk. Also wird ganz gut. Mal gucken, ob wir gleich ein paar Bilder kriegen von der Veranstaltung selber. Und lasst euch überraschen.
Ja, meine Lieben, fettes Feuerwerk gewesen, habt ihr ja gerade schon gesehen. Wedem hat sich da, oder stimmt, Wedem, 1050 Jahre, haben sich da wirklich Mühe gegeben. Eine ganz nette kleine Veranstaltung gewesen. Mit dem Wetter haben sie ein bisschen Pech gehabt, hat zwischendurch geregnet. Aber jetzt zum Abend hin hat sich doch gefüllt, wurde relativ voll wieder. Vernünftige Band war eigentlich da so am Spielen, haben ganz gut Stimmung gemacht. Bier war ganz lecker. Kann man auch nichts gegen sagen. Und das Feuerwerk, erste Sahne, war einfach richtig geil. Ja, was soll ich noch groß sagen? War ein langer Tag, 6 Uhr aufgestanden. Mittlerweile ist irgendwas gegen 11 oder so. Jetzt geht's erstmal ab ins Bett. Morgen wird der Vlog dann geschnitten. Und auch, ich denke mal, direkt im Anschluss hochgeladen, damit ihr was zu gucken habt.